Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir. Dieses Video ist ein Infovideo, eine Ankündigung vielmehr, weil ich euch erklären möchte, warum erstmal letzten Sonntag kein Video gekommen ist und was in Zukunft noch passieren wird. Letzten Sonntag kam kein Video, weil mein Quad in der Tiefgarage steht. So, ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist nun mal, dass ich kurz vor der Inspektion stehe, jetzt nur 30 Kilometer habe, bis ich meine Tausendergrenze habe und der Hersteller TGB so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, krüsch ist mit, wenn du drüber kommst. Ich habe mit meinem Händler gesprochen, weil ich werde so circa 10, 15 Kilometer drüber kommen, bis ich bei ihm bin. Das ist dann nun mal so. Aber ich will halt nicht irgendwie 100, 200 Kilometer mehr haben, das mir dann am Schluss meine Garantie kostet. Also, oder zumindest Einschränkungen der Garantie sind. Deswegen ist es so, dass jetzt letzten Sonntag erstmal kein Video kam. Als nächstes ist, die Inspektion habe ich erst am 4. August. Das heißt, bis dahin werde ich erstmal keine Videos produzieren können, beziehungsweise bis dahin wird kein Quad-Video kommen. Geplant ist es dann am zweiten Sonntag im August quasi dann wieder irgendwie ein Quad-Video zu machen. Da habe ich aber auch schon zwei Ideen, beziehungsweise eins kam aus der Community, eins wurde mir in den Kommentaren oder wurde ich gefragt, ob ich nicht mal ein Video über die Geschwindigkeit machen kann, sprich Geschwindigkeitsmessung 0 auf 30, 0 auf 50 und so weiter. Und es wird noch das Lichtvideo kommen, was ich ewig schon angekündigt habe. Da muss ich aber ein bisschen warten, bis es dunkler wird. Ich habe keine Lust, um 0 Uhr dann irgendwie loszufahren draußen und euch das Licht zu zeigen, weil das einfach, naja, es ist halt einfach sehr umständlich. Aber wenn dieses Video online ist, ist gerade der Moment gekommen, wo mein Dachzelt wieder aufs Auto kommt, weil da ist die neue Sparte, die ich aufmache, beziehungsweise das, was ja auch ursprünglich der Kanal bringt, dieses Outdoor-Camping und eben, naja, mehr, das ist dann dieses Grillen, dieses Kochen. Es ist so, dass ich euch in mehreren Videos erklären möchte, was ist Dachzelten, was habe ich für ein Dachzelt, dann eben diesen Großbegriff Camping. Und so ein paar Infovideos darüber machen. Ich möchte euch einfach zeigen, was es mit diesem Dachzelten auf sich hat, was einfach das Coole daran ist. Und da sind eben schon Videos geplant, eben einmal das Dachzelt zeigen, wie sieht das aus, was ist es, was kann es. Einmal Zahlen, Daten, Fakten dazu und als drittes noch die Ausrüstung, Zubehör und alles, was dazugehört. Das Ganze wird also in den nächsten Wochen kommen. Deswegen ist der grob der Plan, dass ich morgen, wenn das Dachzelt dann ja endgültig drauf ist, morgen habe ich auch frei, also habe ich Zeit, werde ich so ein, zwei Videos produzieren, je nachdem auch wie das Wetter ist, weil naja, zum Dachzelten zumindest zum Vorstellen macht es schon Sinn, wenn das Wetter schön ist. Das Wetter ist schön, deswegen nervt es mich noch viel mehr, dass ich nicht Quad fahren kann. Wir haben 28 Grad, es scheint die Sonne, es ist geil, ich will raus. Geht halt aber jetzt nicht. Naja, Zähne zusammenbeißen. Deswegen wird es jetzt in den nächsten Sonntagen eben die Dachzeltvideos kommen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Wie gesagt, ich kann einfach gerade kein Quad fahren. Es ist einfach nicht möglich. Ich mache mich damit nur unglücklich und vor allem am Schluss, wenn doch mal irgendwas an der Blade ist, dann habe ich einfach ein Riesenproblem. Ja? Also bitte verzeiht es mir. Genau, das ist eben jetzt erstmal der Stand. Dieses Video, was ich jetzt gerade mache, wird es auch in Zukunft geben. Das ist so ein bisschen der Plan, dass ich quasi einmal dieses ein Infovideo mache, was in den nächsten Wochen noch passieren wird. So Ankündigungen quasi. Als nächstes habe ich ja diese Rubrik auch Hessino unterwegs. Die wird auch noch ein Stück weit ausgeweitet, dann aber nicht, dass ich irgendwo wandern gehe oder irgendwas mache, sondern auch, dass das Thema Lost Places dazukommt. Und einfach mal so, naja, draußen sein, mal ein bisschen was machen, sich aktiv zu bewegen. Das heißt, einmal ganz grob zusammengefasst, am 4.8. habe ich meine Inspektion. Das heißt, in dem darauffolgenden Sonntag wird es voraussichtlich schon das nächste Quad-Video geben. Bis dahin die Dachzeltvideos. Wenn das Wetter mitspielt. Ich habe dann eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen möchte. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Das Feedback ist grandios geil. Wir haben 100 oder über 130 Abonnenten schon. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben Follower bekomme ich oder generiere jeden Tag immer mal ein paar auf Instagram. Ich freue mich da einfach massiv drüber. Also erstmal vielen Dank an euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann geht mal unten in der Videobeschreibung, ist mein Instagram-Link. Folgt mir da mal, da gibt es immer in unregelmäßigen Abständen neue Bilder oder auch mal so kurze Videos. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte einmal den Abo-Button hier bei YouTube drücken, ein Like geben und gerne natürlich auch die Glocke drücken. Euch kostet nichts. Ich bin ultra glücklich. Wir müssen einfach größer werden.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf, für jeden Abonnenten, wie ich schon mal in dem Quatschvideo gesagt habe. Ich mache das vor allem für mich, mir macht das Spaß, diese Videos zu machen. Deswegen würde ich auch, wenn keine Follower generiert werden, einfach diese Videos machen. Aber mit neuen Followern oder Abonnenten oder generell mit einer Community macht's doch mehr Spaß. Gut, deswegen kann ich nur sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag und ja, bis bald. Ciao, ciao.